Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Late Night Tarot. Meine Lieben, ich habe heute ein bisschen mehr zu erzählen, einfach nur um euch in ja, die Entstehung dieses Videos hier einzuweihen. Ganz kurz für all diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind. Hi, schön, dass ihr da seid. Ihr findet alle Infos zu meinen Legungen unten in der Infobox, denn ich steige immer direkt in die Energien der Karten ein. So. Also, ich wollte gerade ein Late-Night-Tarot für euch beginnen und wollte ein sehr neues Deck benutzen, das The Muse Tarot, und habe gedacht, ich lege mir selbst einfach schon mal die erste Reihe hier aus für euch, ja, um mir die Karten ein bisschen genauer anzuschauen, um diese Impulse, die ich von diesen neuen Karten erhalte, richtig zu deuten und so. Und diese Geschichte wurde so extrem spannend plötzlich. Ich habe hier auch ohne euch leider schon mal zwei Klärungskarten erbeten. Und dann wollte ich auch wissen, um was geht's denn hier? Und dann habe ich gemerkt, so, okay, aufhören, ne? Video anmachen und anfangen, weil das hier, meine Lieben, wird ein krasses Reading. Hier geht es um spirituelles Erwachen oder generell um eine nächste Ebene, um eine neue Stufe des, ja, des spirituellen Daseins. Auch im weitesten schon mal was mit Klarheit zu tun hat. Wie gesagt, es wird ein super spannendes Reading, glaube ich. Und bevor ich euch jetzt, also eigentlich, ich habe kurz überlegt, nehme ich euch auf diese Reise mit, so wie sie bei mir entstanden ist, oder erzähle ich euch gleich, worum es geht, weil die Karten habe ich später gezogen. Aber ich fange bei euch von vorne an, damit ihr ungefähr wisst, ob, ne, ob diese Legung euch betrifft oder nicht. So, jetzt geht's los, gleich. Sorry, meine Lieben, ihr wisst, Nachttarots sind immer ein bisschen ulkiger. Also, ich habe gerade, während ich diese Karten gelegt habe, noch Musik gehört. Und der Song, der gerade lief, hieß Fire von Mavika. Ich werde ihn unten in der Infobox verlinken. Wo es auch irgendwie, oder ja, ich will gar nicht zu viel sagen. Fühlt euch selbst rein in diesen Song. Lasst ihn einfach mal laufen und schaut, was für eine Stimmung ihr da bekommt. Musik ist genauso wie Tarot Interpretationssache. So, meine Lieben, also, ich habe es mir kurz anders überlegt. Ich fange doch so an, wie es bei mir anfing. Die erste Karte, die hier aus dem Deck sprang, ist The Hanged Muse, also der Gehängte. Und hier nehme ich tatsächlich, weil hier unten ist so eine Pyramide sehen mit diesem dritten Auge, ne, mit so einem, da geht es um Erleuchtung, da geht es um ja, einen Blick fürs Übersinnliche haben, ne, da geht es einfach um eine andere Dimension des, der Erkenntnis oder des Blickwinkels. Ich glaube, genau darum geht es hier. Ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es an diesem Kartendeck liegt oder ob es tatsächlich an diesen speziellen Karten liegt, die hier rausgefallen sind. Aber ich finde, das sind alles sehr spirituelle Karten bisher. Die nächste Karte, die hier fiel, ist die Hohepriesterin. Und ich möchte gleich die dritte Karte dazu holen, nämlich die sechs Schwerter. Und das ist ja dies eigentlich diese, ich setze mich in ein Bötchen und ich mache mich an ein neues Ufer. Was mir aber gleich aufgefallen ist bei dieser hohen Priesterin, sie hat den Mond in der Hand, ne? Sie spürt etwas, sie ist wirklich, sie ist verbunden mit ihrer Intuition, sie ist verbunden mit diesen Impulsen. Und hier geht es auch irgendwie darum, also hier sind auch Hände im Fokus, wo ich einfach das Gefühl habe, es geht wirklich in irgendeiner Art und Weise um, ach Gott, wie soll ich euch das erklären? Um ein anderes Körpergefühl. Gott, das klingt total dämlich, aber um ein tieferes Bewusstsein zu sich selbst, zu seinen eigenen Dimensionen in sich, ne? In diesem, was habe ich letztens gehört? Meat Suit, ne? Aus diesem Fleischanzug, aus dem wir bestehen. Fand ich sehr witzig übrigens. Meat Suit. Ja, es geht ja, wir haben ja einen spirituellen Körper und wir haben ja einen menschlichen Körper. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht darum, irgendwie das ein bisschen näher zusammenzubringen, denn als nächstes fielen die acht Kelche. Und bei den sechs Schwertern als auch bei den acht Kelchen geht es im klassischen Rider-Waite darum, dass man sich auf einen neuen Weg macht. Dass man sich, ja, dass man irgendetwas hinter sich lässt. Dass man ein neues Ziel erreicht. Und bei dieser acht Kelche-Karte, meine Lieben,
habe ich irgendwie das Gefühl, es geht um Einsamkeit. Irgendwie, ich habe das Gefühl, man ist so alleine auf dieser Reise, also alleine in dieser Welt, was ich jetzt nicht unbedingt mit was Negativem behaften möchte, sondern einfach, ich kann das nur aus meinem persönlichen Umfeld sagen, ne? Die Menschen in meinem näheren Umfeld, die beschäftigen sich nicht so arg mit Spiritualität und dem, was ich mich so beschäftige. Deswegen, ne, man ist irgendwie so ein Lonesome Rider, so nehme ich die Energie hier wahr. Wie gesagt, ich glaube, das wird ein super, super krasses spirituelles Reading hier. Als nächstes fielen die drei Stäbe. Und bei den drei Stäben auf dieser Karte steht so ein Mädchen hier auf der Seite auf so Dominosteinen. Sie ist am Ende dieser Reihe. Ich habe, ne, weil hier die Dominosteine gehen so in diese Richtung. Sie steht am Ende dieser Reihe, habe ich das Gefühl. Es geht darum, irgendwie einen Stein ins Rollen zu bringen, der am Ende zu dir führt, zu dem, zu dieser nächsten Stufe. Also, ach Gott, ich hoffe, ihr versteht, wo ich hinaus will. Ich habe das Gefühl, es möchte sich jetzt eine Möglichkeit zeigen. Oder es, irgendwie sollt ihr die Augen offen halten, ganz nah zu euch selbst bringen, sehr aufmerksam sein, sehr feinfühlig, weil diese Hände da so sind. Denn es könnte etwas geben, was in irgendeiner Art und Weise euch an ein neues Ufer bringt, wo ihr nicht der Lonesome Rider seid in dieser Welt. Weil, wie gesagt, weil beide Karten davon sprechen, es geht an einen neuen Ort. Es geht an, im übertragenen Sinne. Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht geht es auch für manche tatsächlich irgendwie um einen neuen Ort. Um einen neuen Ort, an dem man mehr bei sich sein kann. Denn am Ende dieser Domino-Reihe steht der Page der Schwerter, eine Erkenntnis. Ne? Irgendwas sieht man klarer, weil irgendwie ist der Fokus hier so auf der Brille und auf das Sehen und auf das Verstehen. Und das passt hervorragend zu der Zwillingzeit und auch zum Wechsel des nördlichen Mondknotens, gerade in den Zwilling. Da geht es um Kommunikation, da geht es wirklich um die Geistesebene, um Verstehen, um die Dinge wahrnehmen, Klarheit. Einfach, es geht einfach um Klarheit. Was rede ich hier? So, dann wollte ich direkt wissen, um was für eine Klarheit geht es hier? Und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Die 8 Schwerter und das Gericht. Und bei das Gericht heißt in diesem Kartendeck Awakening. Also entweder, da, ich muss wirklich sagen, ich habe zwei Energien hier wahrgenommen. Die stärkste ist die, man selbst findet irgendwie aus dieser Wüste heraus, aus diesem Zustand, aus diesem wirklich vielleicht auch noch sehr gedankenschweren Zustand, weil es ja hier sehr viel um die Intuition und um das Gefühl geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, werden die Gedanken so ein bisschen befreit. Und also diese Karte, meine Lieben, schaut sie euch an. Ich glaube, das ist die schönste Karte, die ich jemals zum Gericht hatte. Weil sie hält, auch sie, ne? Sie hält sich die Hand hier so auf ihre Brust. Es hat irgendwas mit dem Gefühl zu dir selbst und mit irgendwie mit dem Berühren von dir selbst. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es hat einfach so mit einer anderen Nähe zu tun. Ganz einfach so. Wundervolle Karte. Und sie versteht die Dinge, ne? Es ist alles ruhiger. Beim Gericht sehe ich auch immer so eine Releasing-Energie, ne? Dieses Loslassen, dieses Freilassen, dieses Korsett-Sprengen, habe ich in ein paar meiner Readings vor kurzem öfters mal gesagt. Wahnsinn, ey. Ich bin genauso geflasht wie beim ersten Mal. Ich liebe diese Karten jetzt schon, wirklich. Das sind ganz arg tolle Karten. Und dann wollte ich eben wissen, um was geht es denn hier? Und da habe ich... Also wirklich, da war dann klar, ich muss euch ins Boot holen. Der Page der Münzen und die 10 Kelche. Ich weiß noch nicht, ob das eine andere Person ist, ob das eine neue Möglichkeit ist, ob das die Energie ist, in die ihr kommt. Aber was ich wahrnehme, es ist wirklich eine tiefe innere Ruhe, ne? Erdenergie. Und ich liebe auch dieses Kartendeck. Das ist The Good Tarot. Es geht wirklich um so eine Ruhe,
Um so eine Ruhe in sich selbst. Und der, hier auf den 10 Kelchen ist der Buddha drauf. Und Buddha bringt Glück. Ne? Es geht irgendwie um Erfüllung, um, ja, um einfach glücklich sein. Wirklich. Also für mich ist diese Karte auch stärker als die Sonne tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das ist so einfach zufrieden sein. Alles ist wunderbar. Alles ist ganz ruhig. Alles ist ganz vertraut. Alles ist ruhig. Ich habe das Gefühl, hier so, während hier echt unruhiger Zustand angezeigt ist. Irgendeine Erkenntnis, irgendein großes Erwachen, irgendwas passiert hier. Und das möchte ich jetzt auch nachfragen. Was ich wirklich sagen muss, es geht wirklich darum, ich glaube, das, was hier kommt, kommt vielleicht weniger im Außen. Es geht eher darum, was für Impulse bekommt man selbst, wenn man sich wirklich nochmal ganz arg mit sich und seiner Spiritualität und seiner Heilung und ne, wenn man sich wirklich, wenn man diese ganze Energie auf sich lenkt, habe ich das Gefühl, bekommt man eine Erkenntnis oder einen neuen Weg. Oder wie gesagt, ich nehme weniger wahr, dass es was von außen ist. Das wäre die zweite Energie. Ne? Irgendwas kommt auf euch zu. Aber wundervolle Karten. Wundervolle Karten. So, ich möchte jetzt gerne hier noch eine Zusatzbotschaft haben zu dieser Legung. Dieses Universum. Die Herrscherin, wow. Genau da, schaut euch diese Karten an. Das ist ein Zustand, meine Lieben. Das ist ein Zustand, das ist, ich finde die Herrscherin hier wirklich super krass zu deuten, denn das ganze Universum findet unter ihrem Rock statt. Ich kann euch nur sagen, was hier stattfindet. Ich hoffe, ihr könnt die Energie genauso wahrnehmen wie ich. Das ist ein die Welt verstehen Karte. Die Welt ein bisschen besser verstehen. Ein bisschen ruhiger in diese Welt hineinschauen. Mit einem anderen Blick, mit einem anderen Blick auf die Welt und das Universum schauen. Mit Ruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat viel mit Ruhe zu tun. Gedankliche Ruhe. Die Gerechtigkeit, meine Lieben. Wundervoll. Ach, wundervoll. Und Muse of Inspiration. Das sind, glaube ich, die Könige in diesem Deck. Zumindest gibt es keine Könige. Es gibt nur die Muse. Gebt mir ein bisschen bei diesen Karten, weil ich wirklich ein bisschen länger brauche, diese zu deuten. Okay, ich nehme ganz andere Impulse wahr als auf der ursprünglichen Gerechtigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ne, es gibt so zwei, also hier gibt es zwei Wege. Man läuft den guten Weg. Ne, hier läuft man irgendwie in die Nacht hinein, hier läuft man ins Licht, in die Sonne. Auch hier ist wieder dieses Kronenchakra so angesprochen, ne, diese Erkenntnisse. Alles, wirklich, meine Lieben, schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur das Kartendeck ist, aber sie hat die Augen geschlossen. Sie hat die Augen geschlossen. Es geht irgendwie wirklich um eine extrem tiefe Ebene in sich selbst, eine neue Ebene in sich selbst. Das ist so, man ist komplett bei sich. Ich verstehe trotzdem noch nicht genau, was hier passiert. Die Muse des Feuers. Okay. Irgendwas möchte entflammen, irgendwas möchte verbrennen. Wir schauen nach, ich frage nach. Aber, meine Lieben, ich habe genug an der Unterseite des Decks die 4 Stäbe. Ich habe genug von diesen krassen Karten. Ich möchte jetzt tatsächlich weiter klären mit den Rider-Waite-Tarot-Karten, weil ich so viele Impulse bekomme, dass ich langsam ein bisschen Klarheit haben möchte, sagen wir es so. Also, um was für eine Erkenntnis geht es hier, liebes Universum? Um was für eine Erkenntnis geht es hier? Wo es hingehen soll? Ganz einfach. Wo es hingehen soll? Welche Erwartungen habe ich an mein Leben? Ich glaube, es geht so um wirklich Klarheit über sich und seinen eigenen Weg.
Ja, das Universum sagt ja, hier ist gerade eine Kerze ausgegangen. Immer wenn das passiert, sagt das Universum ja. Okay. Offensichtlich wird man sich klar darüber, wo es hingehen soll. Für einen selbst. Für einen selbst. Oder ist, ich glaube ja, ich glaube hier. Okay, okay, okay. Hier möchten sich neue. Ja, absolut. Wow. Wow, wow, wow. Irgendwas hier kann man hinter sich lassen. Bei den 5 Kelchen geht es darum. Und hier ging es ja, ne? Ich habe ja hier gerade von 2 Wegen gesprochen. Es geht wirklich darum, einen neuen Weg einzuschlagen. Und zwar einen raus aus vergangenen Energien. Ne? Es muss nicht unbedingt sein, dass man in der Vergangenheit gesteckt ist, sondern einfach nur gehängt da, raus aus diesem Zustand in eine völlig neue Richtung. Und nämlich, wenn dieser Mann sich hier umdreht, und ich habe ja hier auch schon, ne? Ich habe ja hier davon gesprochen, es geht in irgendeiner Art und Weise an einen neuen Ort, an ein neues Ufer, in irgendeiner Art und Weise auch raus aus einer, ne, aus dieser Lonesome Rider Geschichte. Und man plötzlich versteht man die Welt anders und plötzlich ist alles gerechter oder klarer. Man hat das Gefühl, das Leben ist gerecht. Ne? Vielleicht bekommt man auch so eine andere Einstellung zum Leben. Bestätigt definitiv die Königin der Münzen. Denn hier dieses Umdrehen, diese Erkenntnis oder das, was hier kommt, ich frage hier gleich nochmal nach, bringt einen in diesen Königin der Münzen Zustand. In diese genau das, was ich gerade gesagt habe, in diese Ruhe in sich. Vielleicht hat es auch irgendwas mit Gesundheit zu tun, das kann ich nicht ausschließen, aber weil ich hier dieses Körperliche so wahrgenommen habe. Ich habe das Gefühl, man fühlt sich einfach wohler in seiner Haut, man ist sich seiner Gesundheit, seines Körpers, all dem, was man hat, ne, seines Besitzes irgendwie bewusster. Das ist vielleicht dieser neue Funke. Ich frage hier erstmal nach zu den 10. Ich möchte jetzt erstmal wissen, warum die 10 Kelche und der Ritter der Münzen. Sorry. Page der Schwerter. Nochmal Page der Schwerter. Okay, Erkenntnisse. Erkenntnisse. Beobachtet. Ne? Geht in irgendwas. Es möchte wirklich. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen, vor allem, also nicht nur im Außen, auch in euch. Nehmt euch Zeit zum Meditieren, sagt mir die Hohe Priesterin. Ne? Nehmt euch Zeit für euch. Nehmt euch Zeit, eure Impulse in der nächsten Zeit deutlicher wahrzunehmen. Nehmt euch einfach Zeit für euch. So, kümmert euch mal wieder ein bisschen um euch, damit irgendwas will sich aus diesem hier zeigen, meine Lieben. Wow, wundervolle Legung. Ass der Stäbe. Meine Lieben, das ist der Funke. Wirklich. Das ist wirklich so ein neues Lebensgefühl. Es geht in irgendeiner Art und Weise hier um ein neues Lebensgefühl. Die Möglichkeit eines neuen Lebensgefühls. Ein Neuanfang. Irgendein Funke. Irgendein Funke. Was für ein Funke, liebes Universum. Was für ein Funke. Die Herrscherin, nochmal die Herrscherin. Wahnsinns-Reading, meine Lieben. Wahnsinns-Reading. Einfach in dieses, okay, krass. In diesen krassen Zustand kommen. Das ist, okay, meine Lieben, super krass. Auch wenn du ein Mann bist, ne? Lasst euch nicht verunsichert von diesen Karten. Das ist ein, ich weiß ganz genau, was ich will. Ich überschreite meine Grenzen nicht mehr und trotzdem sehe ich das Leben von seinen schönen Seiten. Ne? Ich betrachte alles mit Liebe. Das ist so, ich sprach in meinen letzten Readings oft von so Übergangsphasen. Ne? Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Und ich habe auch in mehreren Readings gesagt, wir mussten alle in den letzten Jahren lernen, die Königin der Schwerter zu werden. Ne? Diese klaren Grenzen für sich zu ziehen. Und es gibt aber in irgendeiner Art und Weise wieder ein Zurück, ne? Da wieder mit einem verzeihenden Auge zurückzublicken, ne? Wieder weicher zu werden, diese harten Fronten. Ne? Man musste das lernen, man musste lernen, die Königin der Schwerter zu werden. Aber trotzdem geht es wirklich darum, die Kurve zu kriegen, ohne verhärtete Fronten aufs Leben und auf die Vergangenheit und auf die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, das hier ist hier möglich. Ne? Dieser Zustand, dieses, ich weiß, was ich will, ich weiß mich zu verteidigen, ich weiß mich zu schützen.
Und trotzdem lasse ich alles geschehen. Ich lasse alles geschehen. Ich lasse mir vom Universum zeigen, was hier... Ne? Wow, okay. Ich frage jetzt, bevor ich ins Extended einsteige, ich frage jetzt, ob hier in irgendeiner Art und Weise ein anderer Einfluss eine Rolle spielt. Weil ich kriege die ganze Zeit so einen subtilen Unterton, dass hier irgendwie mit diesem Pagen, ne, mit diesen zwei Pagen und diesem Ritter, dass irgendetwas, was möchte denn da von außen irgendwie kommen oder sich zeigen? Der Page, Kommunikation vielleicht. Page der Stäbe, die fünf Stäbe. Okay, und die zwei Kelche. Vielleicht ein anderer Mensch. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zwingend auf die Liebe deuten. Das kann für jeden was anderes sein. Aber in irgendeiner Art und Weise gab es mit einem anderen Menschen einen Konflikt. Vielleicht ein Konflikt tatsächlich in der Kommunikation. Dann wieder ein Page. Ich muss auch sagen, mit diesen Pagen, ich habe auch irgendwie das Gefühl, es könnten Kinder im Spiel sein. In irgendeiner Art und Weise. Eine Karte noch. Also es gibt definitiv irgendwelche äußeren Einflüsse. Ne? Hier viele Menschen. Es gibt definitiv äußere Einflüsse, die hier mit reinwirken. Die Kraft. Okay. Sehr gut, sehr okay. Okay, meine Lieben, an der Unterseite des Decks die Liebenden. Und hier ja die vier Stäbe. Also vielleicht ist es auch eine Beziehungsdynamik. Das kann ich nicht ausschließen. Vielleicht geht es hier um ein, ne, spirituelles Erwachen innerhalb einer Beziehung. Beiderseits nehme ich aber so wahr. Es fällt zweimal die Herrscherin, deswegen sehe ich hier definitiv beiderseits ein Erwachen. Vielleicht auch nur bei der Herrscherin. Okay, interessant. Interessant, interessant. Also, was mir die Kraft hier sagt, sagt mir diese äußeren Einflüsse, egal in welcher Form sie in eurem Leben eine Rolle gespielt haben, ne? Was war los? Bei den fünf Stäben, da ist auch immer, ne? Das ist nicht nur Konflikt, ist auch Stress und man wird hier gebraucht und da gebraucht und tausend Baustellen. Ne? Es war einfach irgendwie Stress. Stress, vielleicht auch, ne, der Hinweis, den ich gerade hatte, nehmt euch mal wieder Zeit für euch. Nehmt euch mal wieder Zeit für euch. Ne? Kommuniziert vielleicht auch einfach mit euch selbst, damit ihr diese Erkenntnisse gewinnen könnt. Nichtsdestotrotz, egal, auch wenn hier eine andere Person involviert war, eine Person, die euch wichtig war, was auch immer, ne? Ihr kennt eure Situation, ich kenne sie nicht. Was auch immer, die Kraft sagt mir, das wird überwunden. Das wird überwunden, dieser Konflikt. Aus diesem Konflikt dürft ihr was lernen. Ne? Zweimal der Page der Schwerter. Aus diesem Konflikt bekommt ihr vielleicht auch diese Erkenntnis. Es hilft euch dabei, in diese Kraft zu finden. Die Liebenden und die vier Stäbe sagen mir, wenn das eine Beziehungsdynamik ist, dann gehört sie zu eurem Plan dazu. Dann ist hier definitiv in diesem ganzen Awakening-Prozess oder in diesem, ne, nochmal eintauchen, nochmal irgendeine Erkenntnis bekommen, gehört offensichtlich hier noch als Lernaufgabe auf den Tisch. Ich weiß es nicht. Wir schauen gleich weiter. Gut, meine Lieben, sehr spannendes Reading. Unten in der Infobox ist der Link zum weiterführenden Reading. Dann schauen wir mal, was da so rauskommen will. Ich werde definitiv mal auf eine Partnerschaft fragen mit den letzten Karten hier. Ja, in diesem Sinne, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao!